Ein Staat, der seine Bürger heimlich überwachen lässt und Kritiker subtil bekämpft. Die wirksamste Drohung ist die diffuse Drohung. Diffus und doch mit System. Wenn ich alleine gewesen wäre, wäre das nur eine Frage der Zeit gewesen. Dann wäre ich zerbrochen worden, wäre kaputt gegangen. Was die Opfer nicht wissen, die Vorgehensweise der Stasi ist bürokratisch geregelt, wissenschaftlich erforscht und mit deutscher Gründlichkeit geplant. Dass es Maßnahmen gab, die Menschen zersetzen sollten, gegen Oppositionelle oder Ausreiseantragsteller, wie man sie psychisch verunsichern kann oder psychisch destabilisieren kann. Dass es da aber so tatsächlich ein einheitliches Vorgehen gab, eine DDR-weite Richtlinie, das war uns nicht so geläufig. Operation Zersetzung. Der geheime Terror der Stasi. Jetzt in ZDF History. Die DDR in den 70er Jahren. Ein Land in der Krise. Parolen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass immer mehr Menschen unzufrieden sind. Die Staatssicherheit sieht sich herausgefordert. Ihre Spitzel sind überall. Mit fiesen Tricks sollen sie Regimegegner zermürben oder, wie es im Fachjargon heißt, zersetzen. Auch Markus Meckel gerät ins Visier der Stasi. Eines Tages erhält der Pfarrer Post von einer angeblichen Geliebten. Auf einer Postkarte drauf stand, liebe Grüße zum Geburtstag, viele Bussis und deine Mausi oder irgendwie sowas. Was dann meine Frau von der Post abholte und sagte, was ist denn das? Sie kam rein und in die Poststelle und vorher schnatterten alle durcheinander und sie kam rein und alle waren still. Er deckte dann die Postkarte und wusste, worum es geht. Sie wusste nun wiederum, also wenn ich eine Geliebte habe, dann keine mit diesem geistigen Niveau. Diese Karte und aber auch das andere habe ich dann in der Kirche nach dem Gottesdienst in den Abkündigungen zur Kenntnis gebracht. Damit sind die Fronten abgesteckt. Kritik am System in der DDR undenkbar. Die SED-Spitze fordert bedingungslose Treue gegenüber dem Staat. Der sozialistische Mensch soll sich ohne Widerspruch in die Gemeinschaft einfügen. Entweder ihr seid auf der Höhe der Zeit, lernt und arbeitet fleißig, oder aber ihr lebt in den Tag hinein. Und wenn euer Leben einen Sinn haben soll, müsst ihr euch täglich und stündlich für den Sozialismus entscheiden. Doch selbst die richtige Gesinnung schützt mitunter nicht vor Repressalien. Kerin Wendt hat sich für die DDR entschieden, als ihre Eltern ausreisten. Doch die Partei misstraut der jungen Frau. Ich habe niemanden gesehen, ich konnte kein Gesicht zuordnen, aber ich habe mich beobachtet gefühlt. Ich hatte plötzlich Angst, eine ganz merkwürdige Angst, dass Menschen mich beobachten oder mein Leben beobachten, Post kontrollieren, Telefonate überwacht werden. Also bis dahin, dass man sich damit beschäftigt hat, auch nachts oder wenn man schlief, dass man überlegt hat, was die alles wissen. Die Stasi installiert Wanzen, um heimlich mitzuhören. Das Interesse des Staates steht über dem Recht der Bürger auf Privatheit. Im Rahmen von Zersetzungsmaßnahmen hat das Ministerium für Stadtsicherheit bei den Betroffenen im privaten Bereich, im beruflichen Bereich Krisen organisiert, verdeckt Krisen organisiert, die dann dazu führten, dass Stabilisierendes und Vertrautes im Leben im Grunde genommen aus den Fugen gerät. Zersetzung statt Verhaftung. Dahinter steckt Kalkül. Der SED-Chef will besser dastehen in der Welt. Erich Honecker wollte als Friedensengel in die Geschichte eingehen und alles das, was das beschädigen konnte, dieses Image, das war ihnen unangenehm. Und da wollte man nicht so viele Leute in den Gefängnissen und hat sich daher auch der Zersetzungsmethoden bedient, die geeignet waren, im Vorfeld schon die Menschen, die Persönlichkeiten zu zerstören, die Gruppenzusammenhänge zu zerstören, also Opposition erst gar nicht wachsen und sich entwickeln zu lassen. Im Machtpoker der Staaten will er mitmischen. Erich Honecker, 1975 in Helsinki.
Viele Jahre hat die DDR darum gerungen, als gleichberechtigter Staat neben der Bundesrepublik anerkannt zu werden. Nun ist es endlich soweit. In der Schlussakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz KSZE, verpflichten sich Ost und West zur Anerkennung der Grenzen, zu einem stärkeren wirtschaftlichen Austausch und einem friedlichen Miteinander. Ein Deal, der für die DDR viele Vorteile bringt. Im Gegenzug garantiert Erich Honecker die Wahrung der Menschen- und Bürgerrechte und glaubt damit durchzukommen. Doch Oppositionelle wie der Liedermacher Wolf Biermann mahnen genau das an. Die DDR braucht endlich und wie. Rosas rote Demokratie. Die Diktatur nach leninschem Muster lässt sich nicht mehr so einfach aufrechterhalten. Der Protest im überwachten Land wird immer lauter und die westlichen Medien bekommen ihn mit, allen Abschottungsversuchen zum Trotz. Nun war es für die DDR natürlich schwierig, in der gewohnten Art und Weise gegen Andersdenkende vorzugehen. Also man konnte sie nicht einfach von der Straße weg verhaften und dann verurteilen, Haftstrafe und wegsperren. Es war klar, dass eben mit der zunehmenden Öffnung der DDR auch ins westliche Ausland da genau drauf geguckt wurde, wie geht man in der DDR mit den Bürgern um, mit Menschen, die offen ihre Kritik äußern. Die Staatssicherheit ändert ihre Strategie. Sie will ihre Gegner heimlich und subtil unschädlich machen. So steht es in einem Papier, das zum Leitfaden des Staatsterrors wird. Es gab die berühmt-berüchtigte Richtlinie 176, die von Mielke im Januar 1976 erlassen worden ist. Und es war eine geheime Richtlinie und war deshalb auch nur einem begrenzten Kreis an Stasi-Mitarbeitern bekannt. Die leitenden Offiziere müssen genau Buch führen, wer Einsicht in die Direktive hat. Sogenannte Zersetzungsmaßnahmen sind demnach dann anzuwenden, wenn der jeweilige operative Vorgang aus politischen und politisch-operativen Gründen nicht mit strafrechtlichen Maßnahmen abgeschlossen werden soll. Sprich, wenn das Ansehen der DDR auf dem Spiel steht, weil etwa das Opfer im Westen bekannt ist. An der Stasi-Hochschule in Potsdam wird die neue Vorgehensweise wissenschaftlich erforscht und gelehrt. Dafür gibt es einen speziellen Lehrstuhl und ein besonderes Fachgebiet, die operative Psychologie. Was müssen wir eigentlich tun, um jemanden wirklich in seiner Persönlichkeit dauerhaft zu verunsichern, zu schädigen? Dass alle Anker, alle Wurzeln, die sozusagen auf der eine einigermaßen stabile Persönlichkeit sich entwickeln kann, systematisch angegriffen wurden von der Staatssicherheit. Das heißt, wurde im Grunde ein genaues Profil erstellt. Was macht derjenige, was hat derjenige für Schwächen, was hat er für Stärken? Und genau diese Bereiche wurden angegangen. Schritt 1 des operativen Vorgangs. Was steht über die Zielperson in den Akten der Behörden, Ärzte und Arbeitgeber? Ist sie in Vereinen aktiv? Macht sie Sport? Ganz alltägliche, aber auch sehr private Informationen werden über Wochen und Monate penibel zusammengetragen, bis klar ist, wo die jeweiligen Schwachpunkte liegen. Persönlichkeitsrechte, Fehlanzeige. Das Foto einer heimlichen Wohnungsdurchsuchung. Jedes Detail interessiert. Wie lebt der Mensch? Was liest er? Wer sind seine Freunde? Ist die Wohnung aufgeräumt? Und wie steht es um die Beziehung? Das Ehepaar Poppe ahnt, dass es ausspioniert wird. Wir fragten uns natürlich, was sie mit so privaten Informationen machen und konnten uns auch vorstellen, dass sie sich auch dafür interessiert haben, wie sieht es in der Ehe aus und kann man da
irgendwie einen Keil in die Familie treiben. Also wir hatten so etwas nie ausgeschlossen, konnten das aber nie irgendwie verifizieren, nie genau wissen. Wir waren auf unsere Fantasie angewiesen, die aber relativ weit ging, was die Stasi betraf. Die illegalen Hausbesuche sind stabsplanmäßig organisiert. Die Stasi-Spitzel wollen nicht überrascht werden. Dorfpfarrer Markus Meckel, der nach einem Fest bei Freunden beschwingt nach Hause fährt, wird mitten im Wald von der Volkspolizei gestoppt. Ich höre schon Fahrzeugpapiere, bitte. Mitten an so einer Kreuzung, weit ab, kam plötzlich um diese Nachtzeit, 2 oder 3 Uhr nachts, wurde ich angehalten und meine Frau sagt, oh Schreck, du hast getrunken, und ich kriegte auch einen Schreck und Scheibe runtergekurbelt und sagt, na Herr Meckel, also sofort erkannt, na Herr Meckel, Verkehrskontrolle. Dann machten die da im Wald, auf dieser Kreuzung im Wald, eine Verkehrskontrolle, einmal blinken rechts, einmal blinken links, kein Pusten, was ich befürchtet hatte, Stopplicht, ja, alles in Ordnung, fahren Sie weiter. Ich fuhr weiter und Christina fragt mich, was war denn das jetzt? Und ich sagte, die waren in der Wohnung. Die müssen jetzt sagen, haut ab. Auch der oppositionelle Pfarrer Rainer Eppelmann bekommt heimlichen Besuch. Später findet er heraus, woher die Staatssicherheit so viel über ihn und seine Aktivitäten weiß. Ein Stück mehr Klarheit bekamen wir in dem Augenblick, als sich Wanzen in unserer Wohnung fand. Also Abhöranlagen des Ministeriums für Staatssicherheit. 2 davon sogar in meinem Amtszimmer, was also formal juristisch auch zu Zeiten der DDR strafrechtlich bewährt gewesen ist. Ich weiß das so genau, weil ich Anzeige erstattet habe, als ich diese Wanzen fand und mir dann der zuständige Generalstaatsanwalt erklärte, natürlich hätte er sich informiert, wer das gewesen sein kann. Und das kann das Ministerium für Staatssicherheit nicht gewesen sein, antwortete er mir, weil die nach Gesetz die Post hätten fragen müssen, mit Angabe von Gründen, warum sie das machen wollen. Und da sie einen solchen Antrag nie bei der Post gestellt haben, kann ich also vom Ministerium für Staatssicherheit nicht abgehört worden sein. Der furchtlose Theologe wendet sich an die Öffentlichkeit. Er informiert seine Gemeinde und das westdeutsche Fernsehen. Der Pfarrer hatte Ende Januar in seinem Büro in der Samariterstraße Abhörgeräte gefunden, zum 2. Mal innerhalb weniger Wochen. Auf die erste Wanze war er kurz vor Weihnachten gestoßen, eher zufällig, als er eine Steckdose reparieren wollte. Als er wenig später alle Wohn- und Amtsräume absuchte, entdeckte er 2 weitere in einer Lampe und im Radio. Minimikrofon und Sender, 4 bis 6 Jahre alt. Das Leben unter ständiger Beobachtung wird zur Belastungsprobe. Auch Studentenpfarrer Heiko Lietz weiß, dass ihn die Stasi rund um die Uhr observiert. Er setzt kleine Markierungen, hier ein Haar an der Schublade, da ein Papierschnipsel auf der Tür. Daran erkennt er, ob die Staatssicherheit wieder mal bei ihm zu Hause war. Ich habe mitbekommen, dass sie mein Telefon abhören. Ich habe mitbekommen, dass meine Post kontrolliert wird. Ich habe mitbekommen, dass sie heimlich in meine Wohnung gegangen sind. Ich habe also alles mitbekommen bis dahin, dass ich sozusagen, wenn ich irgendwo war, beschattet wurde. Also das waren alles Dinge, die ich genau wahrgenommen habe und auf die ich mich eingestellt habe. Ich habe sozusagen für mich entschieden, du hast kein privates Leben mehr. Es gibt keinen Raum, wo ich mir ganz sicher sein kann, dass ich nicht sozusagen in irgendeiner Weise observiert werde. In Berlin werden Ulrike und Gerd Popper über Monate intensiv ausspioniert. Anlass ist ihr Engagement in Menschenrechts- und Friedensgruppen. Ein operativer Vorgang, abgekürzt OV, wird eingeleitet.
Punkt 2 der sogenannten Zersetzung. Ein ganzer Maßnahmenkatalog beschreibt das weitere Vorgehen. Ulrike Poppe will man loswerden, indem man Ansätze über ein teilweises Zurückziehen aus ihrem politischen Umfeld verstärkt und Gedanken an eine Übersiedlung in die BRD vertieft werden. Die zweite Angriffsfläche bietet Ehemann Gerd, ein examinierter Physiker, der damals als Heizer arbeiten muss. Parallel dazu muss durch geeignete operative Maßnahmen gesichert sein, dass Poppe Gerd seine arbeitsmäßigen und sozialen Probleme nicht verbessern kann. Die Stasi geht noch weiter. Sie will die Beziehung der beiden zerstören. Zur Verschärfung der Ehekrise wird die Kontaktperson Harald an die Poppe mit dem Ziel herangeschleust, zwischen beiden ein Intimverhältnis aufzubauen. Kleine alltägliche Schikanen und vermeintliche dumme Jungenstreiche sollen zusätzlich an den Nerven der Betroffenen zehren. Die Stasi ist da sehr kreativ. Und so geschehen bei Ulrike Poppe tagtäglich merkwürdige Dinge. Zu einer Zeit, als die Stasi ziemlich präsent war in meinem Leben, da passierte es mir, dass immer wenn ich aus der Kaufhalle kam mit zwei kleinen Kindern und Einkaufstaschen, meine Fahrradreifen durchstochen waren. Und ich fragte mich natürlich, ist das einfach ein böser Scherz? Aber das war eher unwahrscheinlich. Ich habe mir schon gedacht, dass das eine Stasi-Aktion war, um mir das alltägliche Leben zu erschweren, wie es andere ähnliche Aktionen eben auch gegeben hat. Das Schlimme ist aber, man konnte das nie wissen, man konnte nie sicher sein. Und vor allem, das waren auch so Dinge, die ich nicht erzählen konnte. Wenn ich das in meinem Kollegenkreis beispielsweise erzählt hätte, also die Stasi sticht mir die Fahrradreifen durch, die hätten mich für verrückt gehalten, die hätten über mich gesagt, die leidet ja an Verfolgungswahn, weil im Grunde genommen sich niemand vorstellen konnte, dass die Stasi mit solchen Methoden arbeitet. Auch die Kinderärztin Karin Ritter wird wegen ihrer Friedensaktivitäten von der Stasi als feindlich negatives Element eingestuft. Doch zunächst ist gar nicht zu erkennen, dass hinter den vielen Misserfolgen im Leben der Ärztin die Staatssicherheit steckt. Die Bürgerrechtlerin Anne Drescher erinnert sich. Immer wieder bis sie da irgendwo auf Granit. So verdeckt um diese Maßnahmen, dass man die gar nicht selbst für sich orten kann. Sie hat sich an verschiedenen Punkten beworben und wurde dann immer abgelehnt wieder. Und man fängt ja an sich selbst zu zweifeln dann auch und an der eigenen Qualifikation letztendlich, weil man nicht ausmachen kann, dass das von außen gesteuert ist. Karin Ritter findet Arbeit in einem kirchlichen Krankenhaus, doch auch hier findet sie keine Ruhe. Die Stasi kümmert sich weiter um ihr berufliches und privates Leben. Immer wieder durchsuchen Spitzel die Wohnung der Ärztin. Dadurch kennen sie alle ihre Pläne und Aktivitäten bis ins nebensächlichste Detail. Das Wissen machen sie sich zunutze. Karin Ritter hat sich überlegt, sie möchte schneller Schreibmaschine schreiben können, weil sie an der Zeitung Friedensnetz mitarbeitete und hat versucht, an der Volkshochschule einen Schreibmaschinenkurs zu belegen. Und in der Akte steht drin, A, als Maßnahmeplan, das soll verhindert werden, und B, stand nachher dann eben drin, erledigt, ist erfolgreich verhindert worden, dass sie diesen Schreibmaschinenkurs übernehmen kann. Na gut, dann klappte das eben nicht. Aber wenn Sie sich das Ausmaß vorstellen, was an einzelnen Maßnahmen gegen sie angewandt wurde. Viele, viele kleine Punkte haben große Folgen nachher für sie gehabt. Zu viele Zuträger der Stasi machen sich bis heute nicht klar. Auch scheinbar harmlose Informationen halfen bei der Zersetzung und schadeten dem Opfer nachhaltig. Die Zersetzung war eine sehr persönlichkeitsorientierte Gewalt. Das heißt, sie richtete sich auch wesentlich nach der Individualität des Opfers. Das heißt, bevor sozusagen ein vorgangsführender Offizier Zersetzungsmaßnahmen
umsetzte oder überhaupt erst entwarf, sammelte er so viele Informationen, um sozusagen den schwächsten Punkt oder die empfindlichste Stelle der verfolgten Person herauszufinden und richtete genau nach diesen Erkenntnissen dann auch die Maßnahmen der Zersetzung aus. Das heißt, den einen trifft es mehr, wenn sozusagen in seinem Leben beruflich alles schiefläuft. Der andere kommt wenig damit klar, wenn böse Gerüchte über ihn in die Welt gesetzt werden. Solche Gerüchte treffen besonders protestantische Pastoren wie Pfarrer Markus Meckel im Dorf Wipperow. In seinem Pfarrhaus treffen sich regelmäßig Friedensaktivisten aus der ganzen DDR. Dass der Pastor mit dem Rauschebart später Außenminister der ersten frei gewählten DDR-Regierung wird, ahnt damals niemand. Das innergesellschaftliche Geschehen bestimmen ist uns ein wichtiges Anliegen. Und dazu gehört in der Bundesrepublik, wie man merkt, aber eben auch bei uns und vielleicht sogar besonders bei uns, Zivilcourage. Als Markus Meckel wie viele DDR-Bürger im Urlaub nackt badet, erfährt es gleich die ganze Gemeinde. Doch das ist noch nicht alles. Ich war mit der Familie im Urlaub, nicht weit weg, aber wir waren nicht zu Hause. Und in dieser Woche hat man dann Bilder von mir verteilt im Dorf, am Konsum, also das heißt an der Einkaufsstätte, im Schaukasten der Kirche, Briefeinwürfe bei verschiedenen Gemeindegliedern und hat ein Foto von mir in voller nackter Schönheit und unten drunter geschrieben, das sollte dann plattdeutsch sein, das ist uns Pasta. Das hat man verteilt, 3 Tage später oder 2 Tage später, das gleiche Bild von mir mit einer Frau am Rande eines Sees. Und das ist unser Pastor, also auf Platt dann, das ist unser Pastor und seine Freundin. Ich kriegte einen Anruf dort, wo ich war, und sagte, Sie müssen nach Hause kommen, hier ist der Teufel los. Und meine Frau war völlig schockiert natürlich, was da los ist und traute sich auch nicht ins Dorf. Moralische Verfehlungen, seien sie wahr oder erfunden, im konservativen Umfeld sind sie Gesprächsthema. Auch Kirchenleitungen und Gemeinden sind von Stasi-Helfern infiltriert. Sie schüren die Empörung noch. An willigen Partnern für die Zusammenarbeit mangelt es der Staatssicherheit jedenfalls nicht. Zu keiner Zeit. Die Beobachtung des Zersetzungsopfers, das Eindringen in seine Wohnung und das Abfotografieren der Korrespondenz soll auch dazu dienen, sogenannte Kompromate zu finden. Kompromittierende Informationen. Aber notfalls geht es auch ohne sie. In der Direktive 176 heißt es, eine bewährte Form der Zersetzung sei die systematische Diskreditierung des öffentlichen Rufes auf der Grundlage wahrer sowie unwahrer, nicht widerlegbarer und damit ebenfalls diskreditierender Angaben. In Berlin wird Pfarrer Eppelmann zum Ziel solcher Zersetzungsmaßnahmen, weil er seine Kirche für sogenannte Bluesmessen geöffnet hat. Die Jugendlichen kommen in Scharen. Die Stasi filmt mit. Passt auf, wenn ich sage Aufnahme, müsst ihr den Mund halten. Der Ton geht immer mit drauf, ja? Ja, ist mir klar. Keine defetistischen Bemerkungen. Der Staat fühlt sich bedroht von Jugendlichen, die schon allein durch ihr individuelles Aussehen nicht in die sozialistische Gesellschaft passen. Pfarrer Eppelmann wird diffamiert. Anonym, versteht sich, per Post. Briefe, ordinäre, säuische, intime Briefe, die bei uns in unseren Briefkasten gesteckt worden sind, anonym. Bei der Kollegin, bei dem Kollegen, die mit mir zusammen den veramtlichen Dienst in der Samaritergemeinde versahen. Bei den Mitgliedern des Gemeindekirchenrates. Wieder versucht die Stasi, eine Familie zu zerstören. In diesem Fall behauptet sie, auf eine sehr unanständige und ordinäre Art und Weise die Untreue meiner Frau, die nicht bestand. Und
Das hat natürlich nicht Freude hervorgerufen. Wir beide wussten, dass da eine Stranne war. Aber schon in der Gemeinde oder bei den Bewohnern des Hauses, die führten sich erstens verletzt, beleidigt von diesen unanständigen, der Berliner würde sagen, säuischen, ordinären Briefen. Und es hat natürlich auch dazu geführt, dass man sie fragte, wer hat das geschrieben. Auch bei Familie Poppe lässt die Stasi nichts unversucht. Sogenannte Romeos sollen die Ehe ruinieren. So richtig habe ich erst begriffen, was die Stasi unternommen hat, um unsere Ehe auseinanderzubringen, als ich die Akten las. Da erfuhr ich, dass es dreimal einen Versuch gegeben hat, so einen Romeo anzuschleusen. Das hat aber eigentlich nie so richtig funktioniert. Was ich mitgekriegt habe, ist, dass einmal mein Mann einen Anruf bekam. Ich würde angeblich mit einem anderen gerade zu Hause im Bett liegen. Fakt war, dass der andere bei mir zu Hause war, aber wir gearbeitet haben. Und mein Mann hat genau das Richtige gemacht. Er rief mich an und sagt, hier ist XY da. Ich sage, ja, der ist gerade da und so. Und dann sagt er, damit die Stasi das auch mithört, ich habe gerade einen Anruf von einer Stasi-Frau gekriegt, dass du mit XY im Bett liegen würdest. Na, und da haben wir beide gelacht und dann war es in Ordnung. Die ständigen Versuche, Misstrauen im persönlichen Umfeld zu sehen, bleiben nicht ohne Folgen. Niemand weiß genau, ob nicht ein Freund oder vielleicht sogar ein Familienmitglied als IM, als informeller Mitarbeiter für die Stasi arbeitet. Wer ist das, der dich verrät? Plötzlich fängt man an zu filtern und dann wird man nachher so unruhig, unsicher, nicht möglicherweise bei den Kindern. Die einzigen, wo ich eigentlich fast, also hundertprozentig sicher war, dass die eigentlich mich nicht, also dass die da nicht ein Doppelspiel hatten, waren meine Kinder. Nicht? Selbst bei meiner Frau war ich mir nicht hundertprozentig sicher. Nicht? Das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige persönliche Situation, die man dann irgendwo bewältigen muss. Und entweder zerbricht man daran nicht oder aber man nimmt das billigend in Kauf. Ziel der Zersetzung ist die systematische Organisierung beruflicher und gesellschaftlicher Misserfolge zur Untergrabung des Selbstvertrauens einzelner Personen. Wer in der DDR opponiert, kann vermuten, woher seine Probleme rühren. Karin Wenz' einziger Makel ist, dass ihre Eltern die DDR verlassen haben. Sie aber ist geblieben, um Schauspiel zu studieren. Ich dachte natürlich, dass ich vorbildlich bin. Ich bin in dem Staat geblieben, in dem sozialistischen. Ich habe mich distanziert von der Ausreise meiner Eltern. Und ich dachte, das muss doch ausreichen, um zu zeigen, ich bin für diesen Staat und ich darf auch hier studieren. Karin Wendt ist da längst im Visier der Stasi. Auf die Zulassung zum Studium wartet die Tochter von Staatsfeinden vergeblich. Ich habe mich nur gewundert, dass ich keine Studienbestätigung bekommen habe und hatte dann mehrere Male nachgefragt, telefonisch. Und dann wurde mir immer gesagt, ich soll mich in 14 Tagen noch mal melden. Bei mir wäre da etwas anders und das können Sie mir jetzt noch nicht so sagen. Und als ich dann nach 14 Tagen wieder angerufen hatte, da wurde ich wieder vertröstet. Und nach einer weiteren Woche wurde mir dann gesagt, dass ich aus Kapazitätsgründen nicht immatrikuliert werden kann. Und daraufhin stand für mich fest, dass das irgendwie mit dem Ausreiseantrag meiner Eltern zu tun haben muss. Empört wendet sich Karin Wendt an die örtliche Stasi-Behörde. Sie will die Angelegenheit klären. Ein mutiger Schritt, wenn auch ohne Wirkung. Immerhin weiß sie nun, woran sie ist. Ich war für diese Menschen Staatsfeindin. Also mir wurde auch immer wieder gesagt, dass wenn ich bei Staatsfeinden groß geworden bin, unmöglich eine andere Gesinnung haben könnte. Das wurde mir auch damals von diesem Kollegen von der Staatssicherheit vorgeworfen, dass ich als Schauspielerin ja gut auch im normalen Leben schauspielern könnte. Die verdeckten Manipulationen stürzen die Betroffenen in Selbstzweifel. Wer ist schuld, wenn etwas schief geht? Die Stasi
oder hat man selbst versagt? Das Hauptmotiv für mich, Einblick in meine eigenen Stasi-Akten zu nehmen, war, erfahren zu können, wo die Stadtsicherheit in mein Leben hineingewirkt hat und inwieweit beispielsweise meine beruflichen Misserfolge, unser schwieriges Leben sozusagen selbstverschuldet ist, also ein Ausdruck von eigener Lebensuntüchtigkeit. So erschien das zum Beispiel meiner Familie natürlich, ne? Ich bin irgendwie nicht lebenstüchtig genug. Andere in meinem Alter haben also Haus, Garten, Auto vor der Tür und wir haben irgendwie jeden Monat geguckt, ob wir noch genug Geld haben, um uns Essen zu kaufen. Ich habe mich schon manchmal gefragt, ob das alles, ob ich das wirklich alles auf die Umstände schieben kann oder ob nicht auch eigene Schuld, eigenes Versagen, eigene Unfähigkeit daran beteiligt war. Manchmal verunsichert die Stasi Zielpersonen auch ganz offen. Sie folgt ihnen erkennbar auf Schritt und Tritt oder macht ihnen mit anderen Mitteln klar, dass sie unter permanenter Beobachtung stehen. Da fällt mir ein Beispiel ein eines Sohnes von sogenannten Staatsfeinden, der im elterlichen Haus verblieb und jede Nacht, also wirklich jede Nacht, Besuch von der Staatssicherheit bekam, der sich so gestaltete, dass Scheinwerfer, große Scheinwerfer auf das Haus gerichtet wurden und das Haus ausgeleuchtet wurde und das jeden Abend. Der Sohn hat sich irgendwann gewünscht, dass er verhaftet würde, damit dieser für ihn unerträgliche Zustand endlich beendet würde. Die Stasi scheut nicht einmal vor lebensgefährlichen Anschlägen zurück. Sie sabotiert das Auto von Pfarrer Eppelmann und nimmt seinen Tod billigend in Kauf. Der Versuch scheitert, doch ist es nicht der einzige Mordversuch. Was die Staatssicherheit sonst noch gegen ihn im Schilde führte, konnte Rainer Eppelmann später in den Akten lesen. Und aus denen ging hervor, dass das Ministerium für Staatssicherheit die Absicht gehabt hat, den aufmüpfigen Pfarrer Eppelmann bei der Verkürzung seines Lebens ein bisschen behilflich zu sein. Eines Tages passiert es dann doch. Und dann hat mir ein Laderfahrer an einer Kreuzung, die Ampel gesteuert war, die Vorfahrt genommen, indem er voll in mich reingefahren ist. Mein Auto war total zerstört, war nicht mehr aufzubauen. Und ich selber hatte zwei angebrochene Halswirbel. Normalerweise ermittelt bei einem schweren Unfall mit Personenschaden die Polizei. Doch für den Fall Eppelmann scheint sich niemand zu interessieren. Bei der Kinderärztin Karin Ritter greifen andere Methoden. Die Staatssicherheit hat herausgefunden, dass sie in der Vergangenheit mehrfach wegen manisch-depressiver Störungen behandelt wurde. Das macht die Friedensaktivistin und Umweltschützerin angreifbar, ohne es zunächst zu ahnen. Noch nimmt sie regelmäßig an Friedenswanderungen und Seminaren mit internationalen Freunden teil. Alles fein säuberlich dokumentiert von den Staatsspitzeln. Sie ist eine hochsensible Frau gewesen, die sehr dünnhäutig war und also, wo andere doch noch sozusagen sich ein Fell anlegen, nicht, sie hatte kein Fell. Das war ihre große Stärke, aber auch natürlich ihre Schwäche in Situationen, wo man Distanz braucht, wenn man überleben will. Karin Ritter wird auf Weisung von oben an ihrer Arbeitsstelle gemobbt. Ein Kollege, IM der Stasi, wie sich später herausstellt, macht sie vor den Patienten herunter und erklärt ihre Diagnosen für falsch. Einmal diese Sache, dass diese fachliche Qualifikation in Frage gestellt wird im Krankenhaus selbst auch, weil das eben so merkwürdig war, also vermutet wurde, dass da irgendeine Taktik oder eine Absicht dahinter steckt. Also auch von Kollegen wurde ihr das dann bestätigt, dass das irgendwie merkwürdig ist. Und zum anderen war es so, dass sie ja in vielen
Veranstaltungen und Gruppen mit tätig war, was schwer vereinbar war mit ihrer Schicht, mit ihren Schichtdiensten, mit ihren Bereitschaftsdiensten und Nachtdiensten. Und da erlebten wir dann immer wieder, wenn Sachen stattfanden, die sie zu verantworten hatte, mit organisiert hat, wo dann mit mal die Dienstpläne geändert waren und sie nicht mit teilnehmen konnte. Karin Ritter ist das perfekte Opfer. Durch ihre depressive Veranlagung ist sie besonders anfällig für bestimmte Zersetzungsmethoden. Dazu gehören vor allem heimliche Besuche von Stasi-Agenten. In der Wohnung fanden Veränderungen statt. Die Leute von der Staatssicherheit sind dort eingedrungen, haben Veränderungen vorgenommen, haben Sachen verstellt. Das ist etwas, das ist so absurd. Wie würde man reagieren, wenn einem jemand das erzählt? Also ich komme in meine Wohnung, die Bilder sind unten auf dem Fußboden hingestellt. Oder Blumentöpfe werden auf dem Fensterbrett verschoben. Oder was sie erzählt hatte, dass der Tee in den Dosen ausgetauscht wurde. Auf sowas reagiert man doch mit großem Unglauben. Karin Ritter geht auf Distanz zu ihren Freunden. Die sorgfältig geschürten Zweifel an ihrer Wahrnehmung und ihrer Umgebung greifen. Ach Karin, tu doch nicht so. Also nicht, wer soll denn schon in deine Wohnung reingehen und ständig und jeden Tag, nicht, dass man dann plötzlich irre wird an dem, was man beobachtet und denkt plötzlich, das Reale ist eine Halluzination. Nicht? Wenn die anderen das einem nicht abnehmen, nicht? Oder so, dann fängt man an, habe ich denn eine Träume oder spinne ich schon, nicht? Karin Ritter verlässt die Wohnung nur noch selten. Sie will wissen, wer ihr das antut. Dass die Staatssicherheit also in dieser Form da noch den Kanthaken ansetzt, wo jemand schon so eine sensible Stelle hat, das haben wir uns eigentlich nicht vorstellen können. Dass nachher die Patientenakten, diese Unterlagen aus Behandlungsakten, Bestandteil der Stasi-Akte wurden und man gesagt hat, also da müssen wir nochmal ansetzen, das ist operativ günstig jetzt. Das ist so menschenverachtend. Wie viele Leben die Stasi mit ihren geheimen Zersetzungsmaßnahmen verändert oder zerstört hat, ist bis heute nicht bekannt. Karin Wendt durfte nicht Schauspielerin werden, auch auf anderen Berufswegen wurde sie ausgebremst. Mein Traumberuf, also den ich damals nicht machen konnte, da sah ich dann für mich auch überhaupt gar keine Chance. Dass es in anderen Fachrichtungen auch nicht geht, äußerte sich dann für mich, dass ich Wut hatte und einfach gedacht habe, bitte, dann, ich kann halt nicht studieren hier, dann bekomme ich eben jetzt Kinder. Also dann habe ich, für DDR-Verhältnis war es recht spät, aber ich habe dann mit 25 habe ich mich entschieden, okay, dann gründest du jetzt eine Familie. Andere sehen keinen Ausweg mehr und zerbrechen. Karin Ritter misstraut inzwischen allen Menschen in ihrem Umfeld. Ganz so, wie es in den Zersetzungsplänen vorgesehen ist. Dabei sind die Tage des Regimes gezählt. Wir haben versucht, zum Ende der DDR 89 noch Kontakt zu halten zu Karin Ritter, aber sie hat das völlig abgelehnt. Ich habe von der Freundin mal gehört, sie hat dann versucht, ihr Essen noch vorbeizubringen. Sie war also wirklich in einem sehr desolaten, kranken Zustand auch. Ich habe das selbst erlebt, dass sie mir das Telefon hinterhergeworfen hat und gesagt, wir brauchen uns hier nicht mehr blicken lassen. Also ihr seid alle von dem Verein da. Also das Misstrauen selbst gegen jahrelange Freunde war sehr, sehr groß gewesen. Ihr Zustand verschlechtert sich zusehends. Karin Ritter leidet unter schweren Ängsten. Schließlich wird sie in die Psychiatrie eingewiesen, nicht zuletzt auf Betreiben ihrer Freunde, die Schlimmeres verhindern wollen. Eines Tages rief sie mich an und ich hatte schon gehört, dass sie in der Psychiatrie war. Und ich wusste auch, dass sie schon öfter mal therapiert wurde. Und sie rief mich an und sagte, ich soll kommen und ihr helfen, man habe sie eingesperrt. Die Stasi hätte sie in die Psychiatrie gesperrt. Und ich bin aber nicht gefahren.
Als im November 89 die Mauer fällt, kehrt Karin Ritter als gebrochener Mensch nach Hause zurück. Wieder verbarrikadiert sie sich in der Wohnung. Die lang ersehnte Freiheit, für die Kinderärztin bleibt sie ein ferner Traum. Ich habe geklingelt und hat keiner aufgemacht. Ich habe angerufen, keine Telefon angenommen. Ich bin also etwas unruhig schon geworden. Aber dachte mir, vielleicht ist sie auch irgendwo weggefahren. Ich hatte mir auch nichts gesagt. Und ja, bis ich dann irgendwann erfuhr, dass sie sich erhängt hatte. Auch hektische Wendemanöver können die DDR nicht mehr retten. Doch unter den geheimen Aktivitäten der Stasi leiden die Betroffenen bis heute. Diese Menschen melden sich überwiegend mit manifester Symptomatik. Das reicht von Depressionen, Angsterkrankungen bis zu Traumafolgestörungen, psychosomatischen Erkrankungen. Also man kann sich schon vorstellen, dass dieser Stress, in den die Leute gebracht worden sind, und diese extreme Verunsicherung sich auch über die Wiedervereinigung hinaus in den Menschen weitergetragen hat. Das Misstrauen ist geblieben, auch wenn es an vielen Stellen natürlich keinen Grund in dem Sinne nicht mehr gibt. Aber die Menschen von früher sind ja auch nicht verschwunden. Nicht jedes Opfer wurde von der Stasi zerbrochen. Doch sie hat das Leben vieler Menschen beeinträchtigt und verändert. Ich habe später, als die Wende war, auch oft manchmal auch neidisch andere junge Menschen beobachtet, die so frei heraus ihre Meinung sagen konnten, weil ich habe das natürlich nicht getan. Also, und letztendlich ist das ja irgendwie bis heute. Also man weiß zwar, dass man heute seine Meinung äußern darf, aber irgendwo ist man ja geprägt von diesen Dingen, ne? Das Gefühl, bespitzelt zu werden, bleibt. Das Gefühl, niemandem trauen zu können. Ich habe keine Freunde. Ich habe keine Freunde. Mein Innerstes habe ich eigentlich, oder kenn ganz wenige nur. Das habe ich dicht gemacht. Das macht natürlich was mit einem. Ich dachte, tja, das ist der Preis. Der Preis, den es gekostet hat, sich gegen das Regime zu stellen. Nächstes Mal in History, das Geiseldrama von Gladbeck. Wie haarsträubende Pannen der Einsatzkräfte einen frühen Zugriff verhinderten. Und warum Journalisten zu Handlangern der Täter wurden.